Das größte Problem sind die Obdachlosigkeit und mein Zustand. So schlecht ging es mir noch nie. Das Gefühl, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Ich lebe mit meinem Bruder in einem Van. Mit meinem Gewicht ist das besonders schwer. Ich habe kaum Platz und kann nicht viel tun. Es ist echt schwer, in einem Van auf der Straße zu leben. Immer sind andere Leute um einen, andere Obdachlose und Junkies. Vor der Polizei müssen wir uns auch in Acht nehmen. Wir wollen keinen Ärger kriegen oder vertrieben werden. Die einzige Ablenkung ist Essen. Mein Leben dreht sich nur darum. Ich bekomme schnell Heißhunger, deshalb esse ich etwa 4 bis 5 Mahlzeiten am Tag. 6, wenn es geht. Ich bekomme Essensmarken, doch die reichen nicht lange. Ich beziehe außerdem Sozialleistungen, weil ich nicht arbeiten kann, aber das ist nicht besonders viel. Ab und an findet James kleinere Jobs, aber nie was Festes. Nichts, mit dem man planen kann. Was wir haben, geht vor allem für Essen drauf. Vom Rest bezahlen wir Benzin und alle 1 bis 2 Wochen leisten wir uns ein Hotelzimmer, damit wir duschen und mal in einem richtigen Bett schlafen können. Mein Gewicht war schon immer ein Problem. Bei uns wurde gern viel gegessen. Alle schönen Erinnerungen verbinde ich mit gutem Essen. Essen hatte einen großen Stellenwert und machte mich glücklich, vor allem als unsere familiären Probleme begannen. Mom und Dad waren gute Eltern, doch sie hatten Eheprobleme und stritten sich immer öfter. Als ich 9 war, hielt Mom es nicht mehr aus und warf Dad raus. Ich war am Boden zerstört. Unsere Eltern ließen sich scheiden und ich sah Dad nur noch an den Wochenenden. Ich war zwar dick, aber nicht übermäßig. Ich wog etwa 45 Kilo. Allerdings nahm ich immer mehr zu, weil ich vor allem im Essen Trost fand. Nach einiger Zeit verschwand mein Vater von heute auf morgen aus meinem Leben. Er meldete sich nicht mehr. Wir schienen ihm egal zu sein. Vor 15 Jahren haben wir das letzte Mal was gehört. Von Dad verlassen zu werden, hat Dominic aus der Bahn geworfen. Er hat das bis heute nicht verkraftet. Seit 27 Jahren habe ich ihn nicht mehr gesehen. Er fehlt mir sehr. Damals verlor ich nicht nur meinen Dad, sondern auch alles andere veränderte sich. Mom musste viel arbeiten und konnte oft nicht zu Hause sein. Manchmal musste ich dann zu einem Verwandten gehen. Dort wurde ich missbraucht. Dieser Verwandte war nur ein paar Jahre älter als ich. Es war sehr verstörend und widerlich. Meiner Mom habe ich nichts erzählt, aus Angst, Ärger zu kriegen. Ich habe mich geschämt. Ich behielt es für mich und das passierte immer wieder. Ich wollte nur noch essen, weil das mich glücklich machte und mir Geborgenheit gab. In dem Jahr nahm ich über 20 Kilo zu und wog dann mit 11 schon 70 Kilo. Zum Glück hörte der Missbrauch dann auf, weil ich alt genug war, um allein zu Hause zu bleiben. Ich war sehr erleichtert. Doch die Erinnerungen blieben. Sie verfolgen mich auch heute noch. Ich versuche, irgendwie damit klarzukommen. Auf der Highschool will keiner der Dicke sein. Darum versuchte ich, mein Essverhalten in den Griff zu kriegen, doch ohne Erfolg. Ich zog mich sehr zurück. Das Essen war mein einziger Freund. Zum Ende der Highschool war ich bei 180 Kilo. Dominic war eigentlich sehr kontaktfreudig, charmant und witzig. Er wirkte glücklich. Doch mit der Zeit wurde er immer verschlossener. Nur ich merkte, wie es ihm ging. Bei allen anderen machte er komplett dicht. Egal, was ich versuchte, mein Gewicht ging immer weiter nach oben. Auch nach meinem Abschluss. Ich hatte einen Job,
jedoch nur 2 Monate lang, weil ich zu dick war. Ab da war ich zu Hause und verbrachte meine Zeit mit Fernsehen, Zocken und Essen. Mit 23 war ich bei 220 Kilo. 2 Jahre später wurde bei Mom Diabetes festgestellt und sie bekam gesundheitliche Probleme. Ab da pflegten mein Bruder und ich sie. Das ging fast 8 Jahre so. Doch dann brauchten wir mehr Unterstützung bei Moms Pflege und zogen zu meiner Großmutter, damit sie uns helfen konnte. Ein paar Jahre später starb Großmutter. Wir blieben in ihrem Haus wohnen. Als ich 34 war, verloren wir dann auch Mom. Das war schrecklich. Mom war fast alles für mich. Wenn ich aufwache, denke ich als erstes an sie. Sie fehlt mir furchtbar. Auf sie konnte ich mich verlassen. Moms Tod traf uns hart. Sie starb sehr überraschend. Es war ein Schock für uns. Im Nachhinein sollte uns das zu denken geben, denn ihre gesundheitlichen Probleme waren auf ihre Ernährung zurückzuführen. Ich habe Angst, auch Dominic wird das Essen bald ins Grab bringen. Doch ich weiß nicht, wie man ihn zum Abnehmen bewegen kann. Bevor Mom starb, ermutigte sie mich, abzunehmen. Mom passte immer auf, dass niemand aus unserer Familie Großmutter ausnutzte. Ohne sie fingen die Probleme innerhalb der Familie an. Nach Großmutters Tod wollten wir das Haus nicht verkaufen. Doch unsere Verwandten nutzten die Situation aus und zahlten keine Miete. Als Mom starb, wurden keine Rechnungen mehr bezahlt und das Haus musste zwangsversteigert werden. Als wir das Haus verloren, blieb James und mir nichts anderes übrig, als in unserem Van zu wohnen. Das Schlimmste an der Obdachlosigkeit ist die Unsicherheit. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich habe große Angst zu sterben und meinen Bruder allein zurückzulassen. Das würde er nicht verkraften, dann hätte er niemanden mehr. Er wäre ganz allein. Ein unerträglicher Gedanke. Ich sitze in meinem Van und warte auf den Tod, wie in einem Käfig. Ich fühle mich gefangen. Es muss sich dringend was ändern.